Erstmal herzlich willkommen, Bill und Tom. Danke. Schön, dass ihr bei uns seid. Danke. Zu vorgerückter Stunde. Das, sag mal, schick. Dankeschön. Das ist so, dass man gleich dann ins Bett kann. Danach, danke, oder? Kann ich auch, genau. Ich dachte, es ist so spät. Warum sieht eigentlich aus wie ein Schlafanzug? Ja, dachte ich mir. Das, gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, aber völlig, völlig in Ordnung. Du hast auch gerade über die Bilder von damals geredet, Thomas, gesagt, niedliche Jungs, denke ich so. Ne? Aber es ist ja mehr, es sind ja nicht nur niedliche Jungs, es ist auch irgendwie, finde ich zumindest, alles ein bisschen schräg. So exzentrische 15-Jährige im Auge des Orkans in einer völlig schrägen Welt. Wie kommt dir das mit dem Abstand vor? Nee, auf jeden Fall. Ich hab das immer nur darauf geantwortet, weil man uns einfach oft fragt natürlich, wie seht ihr das? Könnt ihr euch mit dem Style noch identifizieren von damals? Und natürlich nicht. Ich meine, wir waren 15 Jahre alt, wir waren dieses Jahr 30. Das ist natürlich wie ein anderes Leben. Wie bei jedem anderen auch, wenn der sich seine Teenager-Fotos anguckt. So ist es bei uns auch. Nur wir wurden halt ein bisschen mehr gefilmt als andere. Aber wir haben mehr Material. Aber ihr schaut jetzt natürlich zum ersten Mal mit erwachsenen Augen auf diese Teenager. Und ja. Kommt dir das auch seltsam vor? Wie denkst du über den 15-jährigen Bill? Ach, also ich gucke da drauf zurück, wie Tom schon sagt, das ist so ein bisschen natürlich wie auch ein anderer Mensch, ganz klar. Ich meine, wenn man sich alte Kinderaufnahmen anguckt, na klar, das ist, aber ich finde es eher auch niedlich. Ich kann, glaube ich, drauf gucken wie alle anderen auch und denke so, ach, guck mal. Da waren wir noch ganz anders irgendwie, ne? Also das ist aber irgendwie ein Teil von uns. Ich konnte immer zu dem Moment total verstehen, was wir empfunden haben und was wir machen wollten. Das war halt immer authentisch. Das war immer in dem Moment genauso, wie wir sein wollten. Aber was ja schon wahnsinnig ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass ja normalerweise klassische Karrieren in so einem schönen Steigflug verlaufen. Und wenn es richtig gut läuft, dreht man sich irgendwann mal um, blickt zurück und ist wahnsinnig zufrieden mit dem Weg. Und ihr seid gleich oben auf die höchste Umlaufbahn geschossen worden. Und dann war leider noch so wahnsinnig viel Leben übrig. Ja. So. Das kann ja auch ein Fluch sein. Das, weil du kannst ja nicht da oben bleiben, oder? Nee, das stimmt auch. Das ist auch so ein bisschen so. Also ich habe das vorhin auch schon gesagt. Das ist natürlich klar, wenn man so anfängt damit. Danach, es gibt ja was Besseres als so diesen ersten Song, der so durch die Decke fliegt, da kommt ja nichts mehr. Ne? Also das ist ja dann schon passiert. Das heißt, eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, es kommen nur noch schwächere Versionen von was eigentlich schon mal da war. Ich glaube, das ist eigentlich eine Einstellungsfrage. Ich glaube, für uns war es auch, wir brauchten so einen Moment, ein bisschen Abstand zu kriegen zu dem Ganzen, auch wieder Spaß dran zu finden. Ich wollte gerade sagen, also das war natürlich auf jeden Fall so. Ne? Also irgendwann war bei uns ja auch die Luft raus, wenn du dann jahrelang auf Tour bist und es gab auch nicht mehr für uns keine neuen Ziele mehr. Wenn man auch so jung ist, ist das ja auch nicht einfach. Und wir brauchten dann schon eine Pause. Wir haben ja dann zwischendurch auch eine Pause gemacht von vier Jahren, wo wir dann auch kein Album rausgebracht haben. Das ist auch schon wieder ein bisschen her, aber wir brauchten schon auch eine neue Motivation irgendwann, auf jeden Fall. Merkst du manchmal, dass du nicht die Chance hattest, sozusagen eine ganz normale Pubertät zu erleben? Also hast ja so das Geschenk einer normalen Kindheit verpasst. So, ja. Gibt es Situationen heute? Wobei man sagen muss, Bill und ich waren immer sehr reif, sehr früh. Also wir haben sehr früh sehr viel gemacht. Und waren eigentlich mit unserer krassen Teenagerzeit auch zu dem Zeitpunkt, wo wir dann mit Durch den Monsun rauskamen, da waren wir 15, da haben wir schon sehr viel gemacht, was man normalerweise mit 18 macht. Ihr habt sowieso ein erwachsenes Leben gelebt. Genau, also, ihr seid mit Security ins Luxushotel zum Frühstücksbuffet. Es war immer für alle. Aber das war auch, wir kennen natürlich auch nichts anderes. Es war Normalität für uns, genau. Also wir mussten ja erstmal ich glaube, als wir dann irgendwann auch weggegangen sind und so ein bisschen Abstand hatten, haben wir erst mitbekommen, wie komisch das eigentlich ist. Ne? Also jetzt merkt man erst, okay, das war schon, wir sind so ein ganz langen Zeitpunkt, den andere, also so zwischen 15 und 20, den sind wir halt komplett übersprungen. Den gab es irgendwie nicht. Wir waren ihr habt euch in eurer Pubertät nie verlieben können, ohne dass das Gegenüber von vornherein wusste, mit wem es zu tun hat. Ja. Das war, ich glaube, wir haben dann zum ersten Mal gemerkt, wie funktioniert man als Mensch wieder. Ne? Also wie begegnet man Leuten, die vielleicht nicht wissen, was du machst und so. Aber das mussten wir erst mal lernen. Also das war auch erst mal komisch am Anfang. Du hast mal gesagt, Bill, viele kommen zu unseren Shows heute, um sich gemeinsam zu erinnern. Ja. Was ja fein ist, aber man will jetzt ja mit 29 irgendwie auch nicht den eigenen Denkmalschutzverein anführen. Also muss man ja sehen, man will nicht ewige Nostalgie-Shows spielen. Nee, also wir spielen absolut, wir haben ganz viele neue Songs immer mit dabei, wir mischen das halt so ein bisschen durch. Aber eigentlich ist es ja auch total schön, ganz viele Leute fragen mich immer, nervt das, dass ihr irgendwie diesen Song immer dabei habt und so. Und es gibt ja ganz viele Bands, die sich dann beschweren und dann keinen Bock mehr auf ihre Musik haben. Ich finde, das ist ja eigentlich toll. Ich meine, wenn man als Band einen Song hat, den jeder kennt, und sich jeder daran erinnert. Ich meine, besser ist auch gerade so, wir kreieren ja gerade unsere neue Show, wir gehen ja ab nächsten Monat auf Tour und da ist es einfach so, wir können jetzt auf unglaublich viel Material zurückgreifen. Das ist natürlich
natürlich auch cool. Ne? Wir können auf einfach 15, ist Monsun schon 15 Jahre? Ja, 15 Jahre Material zurückgreifen. Ne? Und es gibt natürlich extrem viel Songmaterial und wir spielen auch ganz neue Songs und mixen das einfach so ein bisschen durch. Ihr seid, ihr beide speziell, haben wir ja gehört, regelrecht geflohen nach L.A. damals, um überhaupt wieder ein Privatleben zu haben. Was auch aufgegangen ist. Ja. Und dann verknallt sich Tom in Heidi Klum. Sagst du, schönen Dank für gar nichts? Also die Nummer mit Privatleben in L.A. ist damit gegessen. Ich meine, man muss das sich immer vorstellen, wir haben trotzdem auch noch ein Privatleben. Ne? Also es gibt natürlich auch Sachen, die außerhalb davon passieren. Und wie gesagt, Tom sagt natürlich das richtig. Man zieht sich das auch nicht den ganzen Tag rein. Ich glaube, wichtig ist, dass man so einen Abstand, ich glaube, das ist eine Einstellungsfrage. Man darf das selber nicht zu ernst nehmen, man darf sich das nicht reinziehen. Ich wollte auch gerade sagen, also Bill sagt das eigentlich richtig. Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, dass sie mehr über uns privat wissen, als sie eigentlich wissen. Fakt ist, dass in all diesen Magazinen, die man da sieht, das sind Autoren. Ich meine, das sind frei erfundene Sachen. Keiner von uns gibt dafür Interviews, da steht nichts Wahres drin. Also ich habe gelesen, dass die Hochzeit 5 Millionen kosten soll zum Beispiel. Das stimmt. Das stimmt zum Beispiel nicht. Und weil, wie viel kostet es? Also meine, man kann natürlich, also das werde ich natürlich nicht verraten, aber man wird ja nicht, also keine von den Schlagzeilen braucht man eigentlich kommentieren. Ich habe noch nie was Wahres gelesen. Aber wird in US-Dollar oder in Euro bezahlt, die Hochzeit? Das tastet sich einer rein. Aber mal im Ernst, ist wirklich so, ich sag das immer das so, das sind ja gar keine Reporter, das sind ja Autoren, das ist wirklich frei erfundenes Zeug und darum ist es auch super entertaining. Das ist, was ich so lustig finde, speziell du, Tom, bist ja wahnsinnig stolz drauf, dass du zwar einen Instagram-Account hast, aber überhaupt nichts postest. Ja. Also mit Social Media eigentlich am meisten Follower haben wollte, ohne was zu posten. Ja. Aber auch nochmal, ich will es auch nochmal hier sagen, man kann mir folgen. Aber das, weißt du, was deine Verlobte so den ganzen Tag da auf Instagram veröffentlicht? Ja. Können wir mal kurz sehen, zum Beispiel hier diese Fotos aus dem Bett? Ich meine, beim Fußball gucken in L.A., das... Ja, ich habe mir den Sportchannel abonniert und... Und ihr guckt sogar Hannover 96 Spiele, das finde ich so gestürzt. Ja, und auch Hannover 96, das kam, glaube ich, aber nach dem Bayern-Spiel, darum war ich da noch dran. Guck mal, auf dem rechten Foto, da habe ich ganz lange gedacht, ach guck mal, Heidi Klum rasiert sich nur das linke Bein. Warum? Hä? Das ist ganz schön haarig, ne? Nee, aber dann habe ich gesehen, es ist so ein bisschen verknotet, ne? Ja, das ist mein Bein, ja. Aber... Er hat nur ein komisches Knie einfach, ne? Sieht so ein bisschen verdreht aus. Aber das macht sie sozusagen für sich oder gibt es da vorher einmal Freigabe? Kann ich deine Beine ins Internet stellen? Nein. Nee, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Stück weit, also ich meine, Sachen, die man selbst postet, die postet man natürlich, weil man gerade happy ist oder weil man was teilen will. Und das ist dann auch wirklich das Einzige, was man rausgibt. Ansonsten alles, was zu den Fotos erfunden wird, die man da so gibt oder so, das ist eine ganz andere Sache. Und da, das ist oft einfach frei erfunden natürlich. Hat Bergisch Gladbach eigentlich große Veranstaltungssäle für Feiern? Das weiß ich nicht. Ja. War ich überhaupt schon mal da? Ich weiß das überhaupt nicht. Es hat ja. Und wir sind immer noch am, wie gesagt, hin und her gerissen. Also Magdeburg hat große Säle, Bergisch Gladbach hat große Säle. Vielleicht kommt man auch da noch mal. Und vielleicht auch in Berlin und vielleicht auch direkt noch mal in Köln. Vielleicht ist es auch der Kölner Dom, ich weiß es nicht genau. Suchen Sie sich was aus. Ich frage mich, warum euch das alle interessiert. Ihr seid eh nicht eingeladen. Ja, scheiße. Also, ich meine, siehste, und genau das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Aber ich bleibe dabei, es sind wirklich wahnsinnig nette junge Männer. Und ganz unschuldige Bilder von damals übrigens haben wir auf sterntv.de nochmal bereitgestellt. Da kann man noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und da gibt es dann auch alle Termine der kommenden Tour. Geht bald los durch ganz Europa. Ganz, ganz viel Erfolg dabei. Wie Tokyo Hotel heute klingen, hören wir noch. Denn wir sehen die ganze Band gleich hier noch gemeinsam auf der Bühne. In jedem Fall ganz schön, dass ihr nach 13 Jahren endlich wieder den Weg hier habt. Fand ich auch schön. Danke für den Besuch und bis nachher. Danke. Bill und Tom, vielen Dank.